Aber wir sind, wir kommen aus den Komplimenten gar nicht heraus, weil an unserer Seite sitzen jetzt österreichische Autoren, um die Sie nicht herumkommen, wenn Sie historische Romane lieben. Herzlich willkommen, Bastian Zach und Matthias Bauer. Hallo, danke. Die beiden haben etwas geschafft, davon, glaube ich, jeder Autor nur träumen kann. Eines ihrer Bücher ist verfilmt worden. Höchst erfolgreich, Northman, a Viking Saga. Schauen wir mal kurz hinein. Wir wurden von Wikingern angegriffen. Was haben wir denn hier? Sie wurde gefangen genommen. Wenn ihr meine Tochter unbeschadet zurückbringt, werde ich euch fürstlich belohnen. Lasst uns jagen! Ihr habt keine Vorstellung, wozu mein Vater fähig ist. Wie kam es dazu, zu diesem internationalen Filmspektakel? Unglaublich. Naja, das war eigentlich ganz spannend. Wir kommen eigentlich aus dem Amateurfilmsektor und haben dann eben auch angefangen, Drehbücher zu pitchen. Und sind so dann auf eine Schweizer Produktionsfirma gekommen, die sich interessiert hätten. Die haben gesagt, naja. Pitchen heißt vorstellen. Vorstellen, das genau. Ist, genau. Das ist die Fachsprache. Und ja, der Chef von der Filmfirma hat gesagt, naja, historische Filme gehen eigentlich ganz gut, besonders Wikinger, ob uns dazu nicht was einfällt. Dann haben wir uns hingesetzt und in einem längeren Prozess natürlich kam es dann zu Northman. Ist das so geworden, wie man sich das im Kopf vorstellt, wenn man am Computer sitzt und die Figuren kreiert? Auf alle Fälle. Also die Vorgabe war einfach, einen international interessanten Wikingerfilm zu machen für ein breites Publikum. Und das ist uns, glaube ich, auf alle Fälle gelungen. Das ist der Firma gelungen. Es sind natürlich, wie so oft, man schreibt größer, als dann letztendlich einiges auf der Leinwand zu sehen ist, weil oft sind es dann Budgetgründe oder so, dass dann nicht alles da ist, was man geschrieben hat. Aber letztendlich muss man sagen, sind wir sehr gut bedient worden mit der Umsetzung von diesem Drehbuch. Aber Ihre Geschichte des Kennenlernens ist ja witzig, wenn man sich jetzt diesen internationalen Film anschaut und diese Erfolgsgeschichte. Kennengelernt ursprünglich beim Bundesheer, oder? Ganz genau, ja. Wir sind Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Naja, also wir sind beide nach der Matura eingerückt. Ich in Salzburg und der Matthias ist halt aus Telstadt gekommen. Wir waren in der gleichen Einheit. Und dadurch, dass wir beide sehr filmaffin waren hat sich dann einfach eine jahrelange normale Freundschaft entwickelt. Und dann haben wir irgendwann angefangen, gemeinsam auch Projekte umzusetzen, zu schreiben. Das hat es gehalten bis jetzt. Ja, es hält noch. Schon einige Jährchen, ja. Was ist denn der Vorteil eigentlich, wenn man zu zweit schreibt? Ich stelle es mir auch durchaus schwierig vor, wenn der eine sagt, ich möchte, dass die Geschichte so weitergeht, und sagt, nein, ich möchte, dass es so weitergeht. Wie arbeitet man da? Also die Egos sind auf alle Fälle zurückgestellt. Ja. Und bei uns ist es so, dass dieses Schreibduo unsere Projekte besser macht, als wenn wir sie alleine schreiben würden. Okay. Weil wir entwickeln meistens eine Geschichte, so ein Gerüst von einer Geschichte, und dann werfen wir so die Bälle zu und dann sagen, ja, genau, das machen wir, ja, und dann machen wir noch das und das. Und das ist wirklich eine tolle Sache, wo wir uns die kreativen Bälle zuwerfen. Und wir haben da auch mittlerweile, also jeder schreibt dann seine Teile und die schicken wir uns dann gegenseitig und da gibt es kein Ego. Also da sage ich dann nicht, nur, das habe ich so geschrieben und fertig. Da diskutiert man drüber, das bessere Argument gewinnt, weil wir wollen ja das beste Buch. Und deswegen ist das eigentlich eine sehr, man kann sagen, eine lässige Sache, die immer funktioniert. Sie jetzt gerade immer vom Schicken reden. Man muss dazu sagen, Sie sind nach wie vor in Innsbruck, Bauer. Genau. Ja, ihr sitzt ja gerade in einem Raum zusammen. Und Sie jetzt nach wie vor in Wien. Das heißt, es geht übers Netz, kann genau, man sich das zuschicken. Ja, Skypen. Also die Skripten, genau. Skypen, zuschicken, sich im Stillen ärgern. Das ist dann vielleicht wieder gut. Ne? Jetzt gibt es schon ein neues Buch. Es heißt Tränen der Erde. Spielt in der Zeit vom 30-jährigen Weltkrieg, 1604. Also es spielt knapp vor dem 30-jährigen Krieg. 10 Jahre knapp davor. Nicht? Mhm. 1606, 1607, 1608. Mhm. Und ja, ist eben unsere erste große Familiensaga. Mhm. Also nichts mehr mit Wikingern, die Schwerter erheben und so weiter, sondern tatsächlich jetzt eine Familiensaga. Warum das? Das ist einfach, also das Thema beschäftigt uns schon Jahre, weil einfach der 30-jährige Krieg so eine Urkatastrophe ist. Mhm. Und es hat uns aber interessiert, diese Geschichte jetzt nicht einfach herkömmlich brav an den Fakten herunterzuerzählen, sondern das erstens im Gewand einer Familiensaga zu machen. Einfach, wir haben eine protestantische, eine katholische Familie. Und so kann man diesen gewaltigen Konflikt eigentlich auf einer sehr guten menschlichen Ebene erzählen. Und was uns gerade bei diesem Buch sehr interessiert hat, war, dass sich alles, was sich dann im
auf deutschem Boden mit dem 30-jährigen Krieg abgespielt hat, hat sich im Kleinen schon im Jahr 1667, wo dieser Roman spielt, abgespielt. Kompletter Konflikt, Protestanten gegen Katholiken, eine Stadt, die dann von den Katholiken wieder vereinnahmt wird, Familien, die auseinandergerissen werden. Und so hat man quasi die kleine Katastrophe noch vor der großen. Und das ist sozusagen das, was uns auch an diesem Buch so interessiert hat, dass man noch vor dem 30-jährigen Krieg quasi einsteigt und das erzählt. Aber reicht es hinein auch in den 30-jährigen bis und ist 1648 dann Schluss mit dem Westfälischen oder reicht es noch weiter? Nein, wir das Buch umfasst in etwa 3 Jahre nur, 1606 bis 1608. Und im Epilog springen wir dann 10 Jahre vor, 1618 Prager Stunde. Viel verraten. Aber es ist nicht der ganze Krieg, das wäre viel zu umfassend. Wir wollten den Figuren auch einen gewissen Raum geben und... Ist das eine Lieblingszeit? Entschuldige. 17. Jahrhundert? Es ist Jahrhundert? So die Neuzeit, wahrscheinlich jetzt eher so diese Zeit, die uns, gut, wir haben natürlich auch Wikinger geschrieben, aber die uns wahrscheinlich anspricht. Also unsere erste Romantrilogie, Mobus Dei, hat auch im 17. Jahrhundert gespielt. Auch da sind wir jetzt hier, also eben im 17. Jahrhundert unterwegs. Ja, wahrscheinlich. Also es sind ja dann doch die Ideen und Stoffe, die einen anspringen, aber offenbar bewegen wir uns sehr gern in dieser Zeit. Und schreibt man dann, wenn man es schon einmal erlebt hat, schon so, dass man weiß, das könnte auch gut verfilmt werden? Wir schreiben eigentlich meistens sehr visuell und so, wie wir es vom geistigen Auge sehen, und das ist meistens dann wie ein Film geschnitten. Also okay. So sind auch die Szenen im Buch und aufgearbeitet und auch die einzelnen Kapitel sind sehr, sehr visuell, filmisch, denke ich jetzt einmal, beschrieben und hören immer spannend auf, fangen spannend an und hoffentlich. Ja, dann viel Erfolg mit dem Buch. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vielleicht wird es auch verfilmt. Ja. Wir sind dran. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Dankeschön.